Turing-Maschinen sind die richtigen Automaten zur Erkennung von Typ 0-Sprachen. Das hatte ich zumindest bisher behauptet und dann haben wir eine ganze Menge über Turing-Maschinen gelernt und über Berechenbarkeit gelernt und über das Halteproblem gelernt. Es wird Zeit, dass wir mal wieder zu den Typ 0-Sprachen zurückkommen. Und ähm, das wollen wir diesmal tun. Es geht um Typ 0-Sprachen und Turing-Maschinen und ich werde Ihnen... Ganz genau zeigen, wie die beiden zusammenhängen. Es wird auch noch ein paar kleine äh, Bemerkungen zur Unentscheidbarkeit geben, die vielleicht auch ganz interessant sind, aber das kommt gleich am Anfang. Mein Name ist Markus Krusch. Willkommen zurück zur Vorlesungsreihe Formale Sprachen und Automaten der TU Dresden. Turing-Mächtigkeit. Darüber hatte ich zuletzt gesprochen ähm, und Ihnen im Wesentlichen gesagt, dass die Turing-Maschine das mächtigste bekannte Berechnungsmodell ist. Nicht das einzige mächtigste bekannte Rechenmodell. Es gibt viele Berechnungsmodelle, die alle ebenfalls Turing-mächtig sind. Und ähm, das ist äh, in gewisser Weise eine feste Größe in der Informatik und spielt für uns natürlich eine große Rolle. Was nicht Turing-berechenbar ist, wofür man keine Turing-Maschine finden kann, gilt dementsprechend als unberechenbar. Und ich hatte erwähnt, es gibt sehr viele verschiedene Turing-mächtige Dinge. Ähm, Turing-Maschinen selbst natürlich in mehr als einer Variante. Da ähm, hatte ich schon einiges drüber gesagt. mehrband turingmaschinen maschinen nicht deterministische Turing-Maschinen und auch verschiedene andere, kleinere Variationen kann man sich anschauen. <laughs> natürlich sind auch alle echten Programmiersprachen Turing-mächtig. Das ist das Mindeste, was wir von einer Programmiersprache erwarten. Selbst wenn sie sonst äh, nicht besonders alltagstauglich vielleicht sein sollte, sollte sie doch zumindest in der Lage sein, alle Berechnungen auszudrücken. Die Sprachen, die ich hier übrigens liste, wie man hier lesen kann, sind in der Reihenfolge geordnet nach der Anzahl ihrer Wikipedia-Artikel ähm, in verschiedenen Sprachen. Also ein grobes Maß an Popularität von Sprachen, ähm, zumindest wenn man den internationalen äh, Dokumentationsstand in Wikipedia als Anhaltspunkt für Popularität nimmt. Ähm, theoretische Kalküle gibt es auch verschiedene. Die man in der Mathematik ursprünglich, noch bevor es die Informatik gab, eigentlich schon betrachtet hat, die Prädikatenlogik äh, als ein wichtiges, äh, das Lambda-Kalkül, rekursive Funktionen verschiedener Spielarten. Auch die sind alle Turing-mächtig. Und manch anderes, was eigentlich nicht als Turing-mächtig gedacht und entwickelt wurde, zum Beispiel das Template-System von C, was eigentlich ein Vorverarbeitungsschritt in der Kompilierung von Programmen sein sollte und nicht etwa beliebige Berechnungen durchführen. Ähm, muss äh, noch dazu welche, die vielleicht niemals terminieren. SQL, auch das sicherlich nichts, was unbedingt Turing-mächtig sein müsste. Eine Datenbankanfrage sollte normalerweise nicht ähm, ein komplexes äh, Softwareprojekt implementieren, sondern einfach eine Antwort liefern. Oh, Java -Gener Generics haben sich auch eingereiht in die C-Template-Reihe äh, <laughs> ähm, und manch anderes, was größtenteils eher unterhaltsam ist. Als äh, ganz ernst gemeint ist. Okay, ähm, das ist also die Turing-Mächtigkeit, und ähm, wir haben gelernt, dass das Halteproblem ein gutes Beispiel für ein erstes unentscheidbares Problem ist, was gerade noch mit einer Turing-Maschine erkannt werden kann, aber nicht mehr entschieden werden kann. Das heißt, die Turing-Maschine ist nicht mehr in der Lage, in jedem Fall nach endlich vielen Schritten das richtige Ergebnis zu liefern. Sie kann höchstens noch sicherstellen, dass sie in den Fällen, in denen das die Antwort ja lautet, nach endlich vielen Schritten das herausfindet, das haben wir semi entscheidbar genannt. Wir hatten auch sonst ähm, verschiedene Beispiele, ja, also ganz einfache Sprachen wie zum Beispiel hier die ähm, Sprache der wiederholten Wörter, ist, sind sicherlich entscheidbar und damit auch semi entscheidbar. Da kann man Algorithmen finden und auch Turingmaschinen. Das Halteproblem selbst ist Immerhin noch semi entscheidbar, also Turing erkennbar. Das Komplement dieses Problems dagegen ist das nicht. Da sehen wir auch, semi Entscheidbarkeit ist ein asymmetrischer Begriff. Ja, wenn ich das Problem umdrehe, also ja und nein als Antworten vertausche, dann ändert sich die Begrifflichkeit. Dann habe ich also ein Problem, bei dem ich die Antwort nein nach endlich vielen Schritten mit Sicherheit feststellen kann, aber nicht unbedingt die Antwort ja. Es gibt auch unentscheidbare Probleme, bei denen weder das Problem selbst noch das Komplement semi entscheidbar sind, das ist auch durchaus möglich, aber wir wollen uns nicht ganz so weit ins Esoterische wagen. Es reicht erstmal, dass man diese wichtigen Probleme hier kennt. Für alles andere gibt es fortgeschrittene Kurse, in denen wir noch mehr über solche Dinge reden. Okay, das also die Entscheidbarkeit nochmal zusammengefasst. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle noch ein wichtiges, kleines Resultat Ihnen mitteilen, das manchmal schon auch als fortgeschrittenes Resultat gesehen wird, aber eigentlich eine wunderbar einfache Aussage ist, die uns in der Informatik auch gute Dienste leistet. Ähm, damit kann man auch ein bisschen angeben als Informatiker, Informatikerin, wenn man äh, spontan die Unentscheidbarkeit aller möglichen Probleme feststellen kann, mithilfe dieses. Netten Resultates ähm, verdanken äh, können wir das äh, einem äh, Forscher namens Henry Gordon Rice und dementsprechend ist es auch benannt als Rice Theorem oder Satz von Rice. Was sagt der schöne Satz von Rice? Der schöne Satz von Rice sagt einfach: ähm, Jede nicht-triviale Frage über die von einer Turingmaschine ausgeführte Berechnung ist unentscheidbar. <laughs> Warum ist das eine informelle Version? Naja weil jede nicht triviale Frage ein bisschen vage ist. Was ist eine nicht triviale Frage? Hier ist es wirklich mal so zu verstehen, wie man das Wort eigentlich verstehen sollte. Trivial ist etwas, was überhaupt kein Nachdenken erfordert. Ja, in der Forschung gibt es ja zuweilen ähm, die äh, Tendenz, Dinge trivial zu nennen, die nicht allzu schwer zu sehen sind für jemanden, der sich schon einige Zeit mit dem Thema beschäftigt hat. So wollen wir das nicht verstehen hier, sondern wir meinen wirklich trivial. Also ähm, es sollte wirklich etwas ganz Extrem Einfaches sein. Und alles andere, alle Fragen, die wir über die Berechnung einer Turing-Maschine haben könnten, die nicht extrem einfach sind, in dem formellen Sinne, den ich Ihnen gleich noch mitteile, sind unentscheidbar. Das heißt, der Satz von Rice sagt uns im Wesentlichen, Grob zusammengefasst, alles Interessante ist unentscheidbar, zumindest wenn man ähm, sich interessiert für das, was eine Turing-Maschine tut oder das, was irgendein anderer Formalismus tut, der auch Turing-mächtig ist. Also man könnte ja Turing-Maschine auch genauso mit Java ersetzen oder irgendeiner anderen Programmiersprache. Und ähm, es würde ebenfalls natürlich gelten, denn diese Formalismen sind äquivalent. Okay, ich mache es mal noch ein bisschen formeller. <laughs> sei eh eine Eigenschaft von Sprachen, okay. die für manche Turing erkennbare Sprachen gilt und für manche Turing erkennbare Sprachen nicht gilt. Das ist das, was wir nicht triviale Eigenschaften nennen würden. Also trivial sind die Eigenschaften, die immer gelten oder nie. Das ist trivial. Alles andere, egal wie einfach es ist, das äh, vielleicht festzustellen, ist nicht trivial. Sofern es eine Turing-Maschine gibt, die die Eigenschaft nicht hat und eine andere, die sie hat. Weil ich hier vorsichtig sein muss, es geht immer um Eigenschaften von Sprachen, nicht von Turing-Maschinen. Die Turing-Maschine kann man ja auch relativ einfach darstellen. Und wir wollen aber nicht die Eigenschaften dieser Darstellung ähm, hinterfragen, sondern wir wollen wissen, was die berechnet. Und da gibt es eben viele nicht-triviale Eigenschaften. Ähm, wenn wir also eine nicht-triviale Eigenschaft haben, die möglicherweise wahr und möglicherweise falsch ist, dann ist das folgende Problem unentscheidbar? Eingabe, eine Turing-Maschine M. Ausgabe, die Antwort auf die Frage, hat die Sprache dieser Maschine die Eigenschaft E? Das kann man beweisen, das ist nicht sehr schwierig, indem man es auf das Halteproblem reduziert, also zeigt, dass das Halteproblem gelöst werden könnte, wenn man das lösen könnte, für jede beliebige nicht triviale Eigenschaft. Und das müssen wir hier aber nicht, das reicht uns das mitzunehmen. Ähm, was wir aber machen wollen, ist noch mal kurz darüber sprechen, wie man das korrekt anwendet und was man alles unmittelbar aus diesem Ergebnis rausziehen kann. Ähm, hier sind ein paar Beispiele für Dinge, die nicht trivial sind. Zum Beispiel ist das Wort ABA in der Sprache, die die Turing-Maschine erkennt. Unentscheidbar. Für ein ganz konkretes, kurzes Wort. Erkennt die Sprache der Turing-Maschine keine Wörter, also ist die Sprache leer, wird alles abgelehnt. Unentscheidbar. Denn es gibt Turing-Maschinen, bei denen ist die Sprache leer, es gibt andere, bei denen ist die, Turing die Sprache nicht leer, also nicht triviale Eigenschaft. Ist die Sprache endlich? Ist die Sprache regulär? All das sind Eigenschaften der erkannten Sprache einer Turing-Maschine, der Berechnung, die sie ausführt und all diese Eigenschaften sind unentscheidbar, denn sie könnten verschiedene Antworten haben. Aufpassen müssen wir eigentlich nur in ganz wenigen Fällen, ähm, die äh, Triviale Eigenschaften oder eben Eigenschaften der Turing-Maschine kodieren, die gar nichts mit der Berechnung zu tun haben. Zum Beispiel könnte ich fragen, hat die Turing-Maschine mindestens zwei Zustände? Das ist natürlich etwas, was Sie entscheiden können. Schauen Sie die Turing-Maschine an, dann wissen Sie es. Das ist aber eben keine Sprach Eigenschaft Ihrer Sprache, sondern eine Eigenschaft Ihrer Darstellung. Ich könnte vielleicht für die gleiche Sprache auch wieder eine Turing-Maschine finden, die drei Zustände hätte oder vier oder was auch immer. Und das hat also nichts mit der Berechnung zu tun, die ausgeführt wird. Eine andere Be Eigenschaft, die hier in dem Fall trivial ist, ähm, ist die Eigenschaft, äh, ob äh, oder die Frage, ob die Sprache semi-entscheidbar ist. Ja? Wir haben ja gerade gesagt, jede Sprache, die eine Turing-Maschine erkennen kann, ist per Definition semi-entscheidbar. Also ist es trivial. Das ist etwas, was ich nicht fragen muss. Die Antwort lautet immer ja, das kann ich natürlich entscheiden. Aber alles andere, egal welche Frage Sie stellen, ist unentscheidbar. Und wie gesagt, das gilt für alle Turing-mächtigen Formalismen, das gilt für SQL-Anfragen, das, ähm, das gilt für jegliches Java-Programm, C-Programm, das gilt für Prädikatenlogik äh, als einen Formalismus und so weiter und so fort. Also alle Dinge, die irgendjemand als Turing-mächtig feststellt, haben die Eigenschaft, dass man Fragen über die Berechnung, die sie ausführen oder die Sprache, die sie konkret erkennen, nicht algorithmisch ähm, beantworten kann mit Sicherheit in allen Fällen. Okay, und das ist sehr schön, weil es erlaubt uns ähm, mit Sicherheit äh, Auskunft zu geben über die Entscheidbarkeit bzw. Unentscheidbarkeit von vielen vielen Dingen in der Informatik, ohne dass wir uns ähm, mit den genauen Beweisen beschäftigen müssen. Es ist so dieses das Grundgefühl, dass sobald Turing Mächtigkeit im Spiel ist, alles Interessante unentscheidbar wird, ähm, ist formal richtig. Okay. Gut, aber eigentlich sollte mein Video von ähm, Typ Nullsprachen handeln. Ähm, wir kommen aber nochmal zum Satz von Rice zurück am Ende natürlich, weil äh, und insofern ist es gut, den erstmal ähm, kennenzulernen. Okay, es geht los mit dem Hauptteil des Videos: Typ Nullsprachen und Turing-Maschinen. Ähm, Wie genau hängen die zusammen? Der Satz, den wir be beweisen wollen, ist. Hier aufgeschrieben genau der folgende. Die Typ-0-Grammatiken erzeugen genau diejenigen Sprachen, die von einer Turing-Maschine erkannt werden können. Ja. Also das ist das, was ich schon mehrfach behauptet hatte. Typ-0 und Turing erkennbar ist das gleiche. Und das wollen wir jetzt verstehen im Detail und genau uns überlegen, wieso das so ist. Und ähm, ich hoffe, das äh, hat... Doppelten Nutzen. Zum einen natürlich, dass wir etwas besser die Sprachen und die Grammatiken äh, verstehen, mit denen wir uns hier in diesem äh, Kurs beschäftigt haben und weiter beschäftigen. Und zum anderen, dass wir auch mal sehen, wie man ähm, im Prinzip zeigt, dass ein Formalismus Turing-mächtig ist. Ja? Also, ich hatte ja erwähnt, alle möglichen Formalismen sind als Turing-mächtig bekannt, aber wie hat man das denn überhaupt festgestellt? Und wir werden sehen, es ist nicht so schlimm. Man kann das feststellen. Ich werde es in diesem Video für Typ 0 Grammatik machen, das zeigen, dass sie Turing-mächtig sind und dass man mit ihnen beliebige Berechnungen kodieren kann. Und ähm, das zeigt Ihnen im Prinzip die Grundidee. Sie können das äh, auch auf andere Formalismen so anwenden. Und ähm, das kann ganz unterhaltsam sein, je nachdem, was man sich da heraussucht. Okay. Ähm, die. Äh, Typ 0-Grammatiken sollen also die Turing-erkennbaren Sprachen erzeugen. Wie können wir das machen? Natürlich haben wir hier wieder eine Äquivalenz vor uns. Diese Behauptung hat zwei Richtungen. Das heißt, wir werden zeigen müssen, dass man das, was die Typ 0-Grammatiken als Sprache darstellen, mit einer Turing-Maschine erkennen kann und umgekehrt, dass man das, was eine Turing-Maschine erkennen kann, mit einer geeigneten Typ 0-Grammatik darstellen kann. Und das werden getrennte Teile sein in diesem Beweis. Wenn uns das gelingt. Haben wir damit eine Reihe von interessanten Dingen festgestellt. Zum einen natürlich, dass Typ 0-Grammatiken Turing-mächtig sind und Berechnungen kodieren können, obwohl sie eigentlich nur ganz einfache Ersetzungsregeln als Grundlage haben. Ähm, wir haben außerdem gezeigt, dass Typ 0 in gewisser Weise das Ende der Fahnenstange ist, wenn es darum geht, implementierbare Formalismen zu beschreiben. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, als wir über Sprachen geredet haben, es gibt sehr viele Sprachen, aber. Es gibt nur eine beschränkte Menge an Grammatiken und man kann sich jetzt natürlich fragen: Vielleicht kann ich ja noch mehr schaffen. Vielleicht ist Grammatik nicht, das richtige Heran, nicht die richtige Herangehensweise für die Darstellung von Sprachen. Vielleicht gibt es jenseits von Typ 0 Sprachen noch andere, die ich darstellen kann, aber eben nicht mit irgendeiner Grammatik, auch nicht mit einer vom Typ 0. Und in gewisser Weise verneint dieses Ergebnis diese Vermutung und sagt uns, Nein, alles, was überhaupt implementierbar ist, lässt sich auch mit Typ 0-Grammatiken beschreiben. Und implementierbar heißt hier nicht einmal durch einen Entscheider, sondern unter Umständen durch einen Semi-Entscheider. Natürlich kann man formal, mathematisch auch andere Sprachen beschreiben, die nicht Typ 0 sind. Das ist klar, haben wir ja hier auch schon gemacht, wenn wir nicht semi-entscheidbare Sprachen ähm, beschrieben haben. Aber äh, das ist dann eben ähm, kein äh, Berechnungsformalismus, der uns erlaubt, in irgendeiner Weise die Wörter dieser Sprache zu erkennen oder zu generieren. Ja, sondern wir charakterisieren sie nur abstrakt mathematisch, indem wir umreißen, was in der, die Sprache gehört und was nicht. Okay, typ 0 sprachen sind genau die semientscheidbaren Sprachen und ähm, natürlich das Wortproblem für typ 0 sprachen ist ebenfalls unentscheidbar. Ja? Semientscheidbar, ja, mit der Turing-Maschine kann man alle Wörter, die man ähm, erzeugen kann tatsächlich nach endlich vielen Schritten erkennen. Aber ähm, falls ein Wort nicht erzeugt werden kann, dann kann es mir passieren, dass die Turing-Maschine ewig rechnet und es gibt kein Programm in keiner Programmiersprache, das mit Sicherheit ähm, in den Fällen, in denen etwas nicht durch eine Typ-0-Grammatik erzeugt werden kann, äh, nach endlicher Zeit immer ähm, diese Ausgabe erzeugen kann. Ja, okay. Also viele, viele interessante Dinge, die wir mit diesem einen Ergebnis lernen können. Gut, ähm, ich hatte schon erwähnt, der Beweis braucht zwei Richtungen. Es gibt eine eine Äquivalenz zu zeigen hier und ich teile das in zwei Schritte auf. Erster Schritt Wenn eine Sprache von einer Typ Null Grammatik erzeugt wird, dann ähm, kann sie auch von einer Turing Maschine erkannt werden. Ähm, wichtig hier für eine beliebige Typ Null Grammatik findet man eine ganz genau äh, passende Turing Maschine. Also ähm, für alle Grammatiken, ich habe eine beliebige Grammatik zu bearbeiten, kann ich mir eine beliebige, eine bestimmte Turing-Maschine suchen, die diese Grammatik genau implementiert. Wenn mir das gelingt, habe ich diesen ersten Teil gezeigt. Zweiter Teil, Rückrichtung. Wenn eine Sprache von einer Turing-Maschine erkannt wird, dann kann sie durch eine Typ 0-Grammatik erzeugt werden. Hier ist es genau umgekehrt, wir müssen in der Lage sein, beliebige Turing-Maschinen ähm, zu behandeln, aber wir können uns aussuchen, wie die Grammatik aussehen soll. Und äh, müssen nur eine. Grammatik finden, die für eine beliebige Turing-Maschine geeignet ist, jeweils. Okay, deshalb also zwei Richtungen, weil die Konstruktion einmal die Konstruktion einer Maschine ist und einmal einer Grammatik. Ja. Okay, wir beginnen mit der ersten. Typ 0 zu Turing-Maschine. Gegeben eine beliebige Grammatik, gesucht eine Turing-Maschine, die die genau gleiche Sprache erkennt, die die Grammatik generiert. Wie können wir das schaffen? Okay. Im Prinzip ähm, muss man sich jetzt eine Implementierung überlegen, das ist es ja, was eine Turing-Maschine kodiert, eine Impli Implementierung überlegen, die ähm, die Grammatikregeln einer Typ-0-Grammatik nutzt, um äh, zu ermitteln, ob ein bestimmtes Wort in der Sprache liegt oder nicht. Und ähm, das darf sogar eine nicht-deterministische Implementierung sein, wir haben ja Zeigt, dass nicht deterministische Turing-Maschinen auch keine größere Ausdrucksstärke haben. Das heißt, wir können uns ähm, sogar die Vereinfachung erlauben, dass unsere Turing-Maschine errät, was sie tun muss in jedem Schritt, wenn es manchmal nicht so ganz klar ist. Und Sie können schon ahnen, dass es bei Grammatiken natürlich so aussieht. Eine Grammatik hat oft viele Möglichkeiten, wie sie ein ähm, Wort erzeugen kann. Und es gibt in jedem Schritt verschiedene Ersetzungen, die man durchführen könnte. Ähm, es ist also sehr praktisch, wenn man hier nicht deterministisch arbeiten darf weil man dann keinen Mechanismus finden muss, der zielgerichtet die richtige Ersetzung ähm, entdeckt, sondern man kann einfach sagen, wir nehmen eine und wenn die richtige dabei ist, dann ähm, funktioniert das schon. Okay. Gut, wie machen wir das jetzt? Ein zweites äh, wichtiges äh, Element, das wir uns noch äh, klar machen müssen, was äh, Grammatiken und Turingmaschinen unterscheidet, ist natürlich, dass äh, eine Turing-Maschine ein Wort als Eingabe erhält und für das dann eine Prüfung durchführt, während eine Grammatik ein Wort erzeugt. Das heißt, sie beginnt mit dem Startsymbol und am Ende steht das erzeugte Wort. Das heißt, in gewisser Weise sind die Arbeitsrichtungen der beiden Formalismen genau entgegengesetzt. Und das heißt, eine Turing-Maschine, die ein Wort als Eingabe erhält und entscheiden soll oder ähm, erkennen soll, sollte ich vielleicht lieber sagen, ob das ähm, Wort durch die Grammatik erzeugt werden kann, die muss in gewisser Weise rückwärts vorgehen. Die muss also ähm, Ableitungsregeln der Grammatik rückwärts anwenden und schauen, ob sie irgendwie zum Startsymbol gelangen kann. Und das ist genau das, was wir hier tun wollen. Ähm, also, äh, Grundidee, die Turing-Maschinen können natürlich Ableitungsregeln anwenden, ersetzen, eines Teil. Wortes innerhalb eines größeren Wortes ist kein Problem. Das lässt sich irgendwie implementieren. Turingmaschinen haben ja ein Wort auf dem Band stehen. Das kann man sicherlich ähm, dann auch entsprechend umschreiben. Die, das Band eignet sich, um den Zwischenstand der Ableitung zu speichern. Wir können Terminale und auch Nicht-Terminale in unserem Bandalphabet zulassen und die einfach dort aufschreiben. Ähm, wir können Nicht-Determinismus nutzen, um die geeigneten Ableitungsregeln zu wählen. Da müssen wir uns nicht überlegen, wie man die eigentlich findet. Und ähm, wir müssen das Ganze rückwärts tun, also mit dem erzeugten Wort beginnen und dann in die andere Richtung umschreiben. Jetzt ist vorwärts oder rückwärts umschreiben, wenn man mal ehrlich ist, bei Typ 0-Grammatiken ohnehin kein großer Unterschied, denn da wir keinerlei Einschränkungen haben, welche Wörter links und rechts der ähm, äh, Ersetzungsregeln stehen dürfen, ähm, ist die Umkehrung dieser, dieser Ersetzung am Ende auch nur eine Ersetzung. Okay, gut. Das ist also die Grundidee und das kann man jetzt im Detail umsetzen. Ich vermute, Sie haben die meisten die, das Wesentliche schon verstanden jetzt mit der Idee, aber hier gibt es mal ein bisschen mehr Details auf dieser Folie zu der Turing-Maschine, die das schaffen könnte. Also die ähm, Grammatik hat eine Reihe von Nicht-Terminalen, die Variablen, ein ähm, Eingabealphabet, Produktionsregeln und ein Startsymbol. Ähm, das Eingabealphabet der Turing-Maschine wird das gleiche sein. Ähm, das Bandalphabet. Ähm, soll beinhalten alle äh, Zeichen des Eingabealphabetes, alle Nicht-Terminalsymbole, alle Variablen und natürlich das Blank, was wir zusätzlich noch haben, um ähm, die noch nicht benutzten Felder zu markieren. <laughs> die Arbeitsweise skizziert wie immer ist äh, wie folgt: Wir wählen nicht deterministisch eine Regel aus in der Grammatik, also eine Regel, die ein Teilwort U durch ein Teilwort V ersetzt. Ähm, wir finden nicht deterministisch auf dem Band ein Vorkommen von V. Irgendeines. Ähm, und wir ähm, ersetzen dann dieses V durch U. Dabei verschieben wir den Rest des Bandes äh, entsprechend, wenn die Länge von U und V nicht gleich sein sollte. Und ähm, das wiederholen wir so lange, bis entweder auf dem Band nur noch das Startsymbol steht und wir akzeptieren, oder ähm, kein Vorkommen von V zur Ersetzung mehr gefunden wird. Ähm, und wir also nicht erfolgreich sind beim Umschreiben, beim Rückwärtsumschreiben. Vielleicht auch einfach falsch geraten haben. Das Praktische ist, also hier skizziere ich das Ganze natürlich nur, aber auch in der Implementierung können diese, ähm, diese ersten und zweiten Schritte extrem faul vorgehen. Sie müssen sich nicht viel Mühe geben, ähm, eine gute Wahl zu treffen. Sie können einfach irgendetwas wählen oder sogar die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie gar nicht gewählt haben und am Ende des Wortes ankommen und immer noch kein Vorkommen von V gefunden haben, dann verwerfen sie eben auch. Die nicht-deterministische Turing-Maschine probiert ja alle Möglichkeiten aus und es reicht, wenn wir etwas angeben, was zumindest die richtige, das richtige Vorgehen des Rückwärtsumschreibens mit beinhalten würde. Okay. Gut. Was wir offenbar sehen hier ist, wenn die Turing-Maschine ein Wort als Eingabe erhält, da, was ich hier W nenne, dann hat sie genau dann einen erfolgreichen Lauf, wenn die Grammatik eine Ableitung von W zulässt. Ja? Wenn so eine Ableitung möglich ist, dann gibt es irgendeine Folge von Umschreibungen und man kann nicht deterministisch diese Folge finden, dann kommt man zu S und akzeptiert. Und wenn es keine Möglichkeit gibt zu S zu kommen, dann gibt es auch keine entsprechende Ableitung. Okay. Das ist also die eine Richtung und die ist die ähm, in gewisser Weise einfachere. Ich werde nicht die Turing-Maschine im Detail aufschreiben, aber wir sehen, dass das im Prinzip funktionieren würde. Okay. Die Rückrichtung ähm, soll als nächstes folgen. Wir wollen eine Turing-Maschine mit Hilfe einer Grammatik darstellen. Und das ist vielleicht die interessantere Richtung. Ja? Also, dass man irgendwie Typ 0-Grammatiken, die Ersetzungen, die dort stattfinden, in Software implementieren kann. Zumindest äh, wenn man sich nicht darum kümmert, ob die Software irgendwann terminiert also, äh, oder ob sie ewig läuft, wenn sie sich wenn sie kein Ergebnis findet, wenn sie keine Ableitung entdecken kann. Ich glaube, das ist relativ äh, klar gewesen. Ja. Das ist auch nicht die einzige Art, wie man das machen könnte, wie ich das hier aufgeschrieben habe. Man könnte zum Beispiel auch die Turing-Maschine nutzen, um systematisch alle Ableitungen zu erzeugen, die möglich sind. Und dann anhalten, wenn man das erste Mal äh, das Wort gefunden hat irgendwo muss natürlich aufpassen, dass man keine Tiefensuche macht. Auch da würde man wieder in Unendlichkeiten reinlaufen und vielleicht was vergessen. Aber wenn man eine Breitensuche durchführt, dann wäre auch das eine mögliche Implementierung, äh, um die, äh, um mit einer Turing-Maschine die äh, Akzeptanz äh, zu erkennen. <laughs> okay. Ähm. Die Rückrichtung ist interessant, weil die sagt letztlich, dass wir auch diese, diese Rechenvorschrift, äh, die die Turing-Maschine implementiert in ihrem Zustandsgrafen mit ihren Übergangsregeln, dass wir all das letztlich mit einfachen Ersetzungsregeln, mit einfachen String-Ersetzungsregeln ähm, implementieren können. Und es sagt uns, dass String-Ersetzungsregeln, die bestimmte Muster innerhalb eines längeren Strings in einer längeren Zeichenkette ersetzen, ähm, unter Umständen sehr, sehr ausdrucksmächtig sind. Und das mussten auch schon manche in der Informatik ähm, lernen. Also zum Beispiel ähm, diverse Rewrite-Regeln, die man benutzt, um ähm, äh, zum Beispiel E-Mail-Adressen oder URLs äh, umzuschreiben in solchen... Äh, Anwendungen wie Sendmail als jetzt ein E-Mail-verarbeitendes Programm oder, oder Apache als ein Webserver, die wurden auch schon in verschiedenen Fällen als Turing-mächtig erkannt, weil man eben auch mit solchen einfachen Stringersetzungen schon sehr viel ähm, ausrichten kann und sehr viel komplizierte Dinge unter Umständen passieren. Okay, gut, also das wollen wir jetzt machen. Wir suchen eine Grammatik, die für eine gegebene Turing-Maschine die gleiche Sprache erzeugt. Okay, auch hier ist die Idee ähm, wieder relativ ähm, direkt. Wir wollen das, was die Turing-Maschine tut, in einer Grammatik umsetzen. Das heißt, die Grammatik wird jetzt auf etwas arbeiten, auf Zeichenketten arbeiten, die letztlich Konfigurationen von Turing-Maschinen kodieren. Also das heißt, wir wollen, dass die Grammatik ähm, ihr Teilwort, was sie bisher erzeugt hat, äh, so... Erzeugt, dass das im Prinzip die Konfiguration einer Turing-Maschine nach einer bestimmten Anzahl an Schritten darstellt. Und jedes Mal, wenn wir eine Ersetzung durchführen, wollen wir einen Schritt weitergehen in der Berechnung. Die Berechnungsschritte können relativ einfach, wie wir sehen werden, durch Ersetzungen von Teilwörtern simuliert werden. Und das können Sie sich vielleicht sogar schon ein bisschen vorstellen. Ja, wenn ich dieses Band habe, das Turing-Band, auf dem die ähm, verschiedenen Zeichen gespeichert sind, ist mein Leseschreibkopf an einer bestimmten Stelle. Und ähm, das, was in einem Schritt passieren kann, dass die Turing-Maschine nämlich an dieser Stelle etwas schreibt und den äh, Zustand verändert und ähm, vielleicht den Kopf um ein Feld verschiebt, das ist eine sehr. Äh, lokale Veränderung. Ja, das, der, der meiste Teil des Bandes bleibt ja genau gleich. Wir verändern nur dort, wo der Kopf gerade ist, eine Kleinigkeit. Und das kann man sehr schön mit ähm, Ersetzungsregeln von Teilstrings kodieren, wie wir gleich sehen werden. Okay, das ist also eine schöne Sache, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja noch das Problem, dass die Grammatik doch eigentlich in die andere Richtung arbeiten muss als die Turing-Maschine. So wie ich es Ihnen gerade beschrieben habe, wäre ja die Grammatik auch. Ähm, ein Formalismus, der nach vorne rechnet, ja. Der soll also in jedem Schritt, in jedem Ersetzungsschritt wollen wir eine, ähm, einen Turing-Maschinen-Übergang ausführen und am Ende erhalten wir dann akzeptiert. Aber wir wollten doch am Ende ein Wort generieren, ja. Ein Wort, was die Turing-Maschine akzeptiert. Und die Grammatik erhält doch eigentlich gar keinen Input, den wir simulieren können oder auf dem wir die Turing-Maschine simulieren können. Also, wie passt das zusammen, dass wir vorwärts rechnen wollen, aber die T Grammatik eigentlich erst am Ende das Wort erzeugt? Und die Idee ist einfach wie folgt: Wir drehen den ganzen Spieß um und nutzen auch wieder hier den extremen Nicht-Determinismus der Grammatik. Wir wählen nämlich eingangs ein beliebiges Eingabewort. Das heißt, die Grammatik erzeugt erstmal einen, einen Input. Und dann simulieren wir die Turing-Maschine auf dieser Eingabe, so wie ich es gerade skizziert habe, Schritt für Schritt. Und falls die Turing-Maschine akzeptiert, sind wir noch nicht fertig, sondern dann. Stellen wir das äh, Eingabewort, mit dem wir begonnen haben, wieder her. Das heißt, wir ähm, löschen äh, alles in unserem Tilestring, was mit Turing-Maschinen-Simulationen zu tun hat, und ersetzen den Inhalt stattdessen durch das Eingabewort, das wir am Anfang als Eingabe simuliert haben. Und dann erst ist die Grammatik fertig, dann erst wird irgendetwas ausgegeben, was generiert worden ist. Und ähm, das ist natürlich auch wieder ein sehr wenig zielgerichteter Ansatz. Wir erzeugen beliebige Wörter und äh, probieren einfach aus, ob die Turing-Maschine darauf äh, funktioniert. Und falls ja, dann geben wir die Wörter tatsächlich aus. So wird die Grammatik arbeiten. Aber ähm, das ist vielleicht kein besonders effizientes Vorgehen, aber es ist äh, geeignet, um zu zeigen, dass man wirklich alle Wörter erzeugen kann, die die Turing-Maschine akzeptieren würde, indem man einfach alle Wörter erzeugt. Dann nochmal prüft, ob die Turing-Maschine wirklich akzeptiert und nachdem man das gemacht hat, aufräumt und sicherstellt, dass äh, die Ausgabe so aussieht, wie sie eben aussehen soll. Okay. Wie kodieren wir das? Es gibt einen einfachen und relativ schönen Codierungstrick, um das übersichtlich zu halten, damit wir wirklich die genauen Regeln angeben können. Sie werden sehen, die Grammatik ist nicht mal besonders kompliziert, ja, die ich Ihnen zeige. Passt auf eine Folie. Ähm, aber damit das schön lesbar bleibt, nutzen wir einen Trick, indem wir sagen, Variablen von G, also die Nicht-Terminale, sollen gleich drei Informationen auf einmal kodieren. Nämlich zum einen ein ursprüngliches Eingabebandzeichen. Das ist entweder ein Eingabesymbol oder blank, wenn an der Stelle nichts vorkommt. Zweitens ein simuliertes Arbeitsband. Das ist das, was, wir, was ich eigentlich als erstes beschrieben hatte. Wenn wir mit einer Grammatik eine Turing-Maschine nachstellen wollen, dann würden wir den String, den die Grammatik erzeugt, das Teilwort so verwenden, als wäre das die aktuelle Konfiguration. Und das ist im Wesentlichen natürlich das Arbeitsband. Und ähm, das soll auf jeden Fall auch mit vorkommen, in jedem Zeichen, in jedem variablen Zeichen der Grammatik. Und ähm, als dritte Spur werden wir ähm, Position und Zustand kodieren, Das heißt, ähm, es gibt zusätzlich noch entweder ein Zeichen aus Q als Zustand, in dem die Turing-Maschine gerade ist, oder dieses Minus hier, das sollte andeuten, dass die Turing-Maschine dort eben nicht ist. Und ähm, äh, diese drei Dinge bündeln wir jeweils in einem äh, Zeichen zusammen. Das heißt, wir stellen uns vor, unsere Zeichen sind Triple, eigentlich aus drei unabhängigen Komponenten, und jede Kombination gibt es als Variablenzeichen. Und das macht es uns ziemlich einfach, dann die Übergangsregeln zu schreiben. Hier ist ein kleines Beispiel. Ich denke, dass wir das wird äh, das am besten klar machen. Wir, ich schreibe das so als in so einer Art Vektordarstellung übereinander. Dann sehen Sie auch gleich, wie das äh, verschiedene Bänder oder verschiedene Spuren hier ähm, kodiert. Oben steht die Eingabe b und danach nichts mehr. Blank. Das ist also das, das Eingabewort, mit dem wir begonnen haben. Das müssen wir die ganze Berechnung über aufbewahren, denn wir wollen sicherstellen, dass wir es am Ende, wenn wir feststellen, die Turing-Maschine akzeptiert, dann wirklich ausgeben können mit unserer Grammatik. Die mittlere Spur hier ist ein Ab Arbeitsband xa, xb, x blank. Das wäre also eine, ähm, eine Teilkonfiguration oder ein Teil aus dem Arbeitsband der Turing-Maschine. Und die untere ähm, Spur sagt uns, in welchem Zustand, an welcher Stelle wir uns befinden. <laughs> wir hatten die unteren beiden Spuren, wenn wir Konfigurationen als Wörter dargestellt haben, gern kombiniert, indem wir das so geschrieben haben wir hier. Also das, was direkt vor dem Kopf steht, wird als erstes geschrieben, dann kommt der Zustand und das Zeichen, auf dem der Zustand steht und der Rest des Bandes folgt. Und ähm, hier ist es aber praktischer, ein bisschen übersichtlicher, wenn man das schön trennt. Okay. Das sind also die Art von Variablen-Symbolen, mit denen meine Grammatik arbeiten soll so viel Information steckt in jedem Symbol. Trotzdem ist es letztlich nur ein Symbol. Also das ist jetzt hier keine neue Datenstruktur. Wir benutzen einfach Variablen, die so aussehen, die diese seltsame Form haben mit zwei großen Klammern und so weiter. Trotzdem ist es bloß eine Variable. Es gibt einfach nur sehr viele davon für jede mögliche Kombination. Okay. Sehr viele, ja. Polynomier viele, so schlimm ist es nicht. Okay. Außerdem brauchen wir noch ein paar Variablen zusätzlich zu diesen drei Spurenvariablen. Wir brauchen eine Startvariable, die ich s nenne. Wir brauchen noch H Hilfsvariablen a und b, die ich gleich einführen werde. Und wir werden äh, Blank ähm, als einzelnes Symbol ähm, benötigen. Das entsteht irgendwie beim Aufräumen mit. Werden wir auch gleich sehen. Das heißt, die Variablen, mit denen wir arbeiten in unserer Grammatik, sind so beschrieben: Vier Sonderformen und dann all diese ähm, Trippe, die ich so darstellen kann. Ja? Das Eingabealphabet mit Blank multipliziert mit dem Bandalphabet der Turingmaschine multipliziert mit dem Zustandsraum disjunkt vereinigt mit dem Minuszeichen mit so einem zusätzlichen Zeichen hier ähm, als dritte Komponente okay gut das sind unsere Variablen jetzt brauchen wir die Übergangsregeln und die sind ähm, gar nicht so schwer zu schreiben wir arbeiten in drei Phasen die erste Phase ist die Initialisierung ich hatte ja gesagt die Turingmaschine äh, die Grammatik weiß nicht auf welcher welche Eingabe sie arbeiten soll. Das heißt, sie muss zunächst einmal eine Eingabe erzeugen für die Turing-Maschine. Dazu rät sie ein Wort, auf dem wir dann die Turing-Maschine simulieren. Das heißt, die, die Grammatik kann beliebige Wörter raten. Wie macht man das? Einfach durch ähm, verschiedene Ersetzungsregeln. Ähm, das Startsymbol steht ganz am Anfang. Und jetzt habe ich hier viele Möglichkeiten und zwar für beliebige Input-Symbole a. In meinem Input-Alphabet darf ich das Startsymbol umschreiben in ein Zeichen, das die Form hat, A, A Q0, gefolgt von Groß A. Und ja, wie gesagt, wenn es hier B, C und was auch immer noch gibt im Eingabealphabet, dann sind auch diese Möglichkeiten alle hier noch mit entsprechend äh, optionalen äh, Alternativen hier getrennt. Ja. <laughs> okay, das ist natürlich der erste. Ähm, Anfang, der erste Schritt. Ich habe ein beliebiges Zeichen am Anfang des Eingabewortes gewählt. Ich habe, ein beliebiges ich habe das gleiche Zeichen auf das Turing-Maschinenband kopiert und ich setze die Turing-Maschine im Zustand Q0, das ist ihr Startzustand, darunter. So muss es immer beginnen. Ähm, natürlich muss man nicht immer das, äh, ein Wort mit einem äh, Zeichen haben. Es könnte auch sein, wir haben ein leeres Wort. Und für diesen Fall habe ich hier noch die zweite Möglichkeit, dass einfach nur blank blank Q0 erzeugt wird. Das ist, wenn wir für Epsilon prüfen wollen, ob es in der Sprache ist. Und in diesem Fall gehen wir direkt zu B. A kann, kann allerdings noch weitermachen. A kann noch weitere Zeichen erzeugen. Das ist jetzt fast die gleiche Regel wie oben, nur dass hier A statt S steht. Ähm, das heißt, ein A kann wieder ersetzt werden durch ein beliebiges Eingabesymbol, A oder auch B oder C. Also ja, darf man nicht vergessen, dass das große A hier heißt, nicht, dass hier das kleine A stehen muss. Es könnten auch irgendwelche anderen Zeichen sein. Und ähm, in der untersten Spur steht dann das Minus, weil der Zustand ist ja schon am Anfang bei Q0. Alle weiteren Zeichen, die wir jetzt noch erzeugen, die haben nicht den Turing-Maschinen-Lesekopf dort ähm, und auch keinen Zustand dort angegeben. Okay. Und das kann man jetzt beliebig oft wiederholen. Man kann also beliebig viele Zeichen auf das Band schreiben und weitermachen und irgendwann, wenn man genug geschrieben hat, kann man auch B als Anstelle von A schreiben. Und B ist dann die, der Moment, in dem wir aufhören, neue Zeichen zu generieren. B tut aber auch noch etwas. Für B dürfen wir beliebig Blanks in die Eingabe und in das Turing-Alphabet einfügen, wobei auch hier wieder der Zustand nicht dort vorkommt. Das heißt also, wenn ich Bs auf diese erste Art ersetze, dann kann ich das Eingabewort noch mit Blanks verlängern. Und irgendwann, wenn all das. Ausreicht, wenn ich denke, ich habe jetzt wirklich genug generiert, dann kann ich Epsilon verwenden, um das B loszuwerden. Das ist die einzige Möglichkeit, das abzuschließen, diese Generierung. Irgendwann muss mal Epsilon stehen. Ansonsten kann ich keine ähm, Ableitung erzeugen, die irgendwann äh, nur noch Terminalsymbole enthält, wie es eine Grammatik ja normalerweise machen sollte. Also, ähm, was wir hier haben mit diesen Regeln, ist also ein nicht-deterministischer Prozess, der ähm, aus dem Startsymbol beliebig viele Eingabesymbole als ähm, so eine dreigeteilte Spur hier oder als, als Zeichen aus drei äh, Anteilen generiert und irgendwann und danach noch eine beliebig lange Ze äh, Folge von äh, Blanks generiert. Ah, okay, die Intuition dazu habe ich schon großteils erklärt. Ähm, was vielleicht noch zu erklären sein wird, ist, warum wir noch Blanks erzeugen, warum wir es nicht dabei belassen, dass wir eine Eingabe generieren. Und das wird sich gleich... Äh, Geben. Hier steht es auch schon geschrieben: das ist unser Arbeitsspeicher. Ja? Also die zusätzlichen Blanks dienen dazu, der Grammatik äh, die Möglichkeit zu geben, ähm, die Turing-Maschine noch auf weiteren Speicherzellen zu simulieren. Ähm, wir generieren allen Speicher, der jemals benötigt sein wird, vorher. Ja, wenn die Turing-Maschine erfolgreich ist, wenn sie akzeptiert, dann akzeptiert sie nach endlich vielen Schritten. Und in endlich vielen Schritten wird sie auch nur endlich viel Speicher brauchen. Das heißt, wir können nicht deterministisch raten, wie viel Speicher das sein wird. Wir allozieren den schon mal in Form dieser ähm, Variable, die ich hier beliebig oft generiere, bis ich irgendwann Epsilon ähm, ersetze. Und ähm, das wird der Speicher sein, den ich dann für die eigentliche Simulation nutze. Das macht die Simulation ein bisschen einfacher. Ich muss dann während der Simulation nicht äh, darüber nachdenken, wie ich das Band erweitern könnte, dynamisch oder verschiedene Fälle betrachten oder so. Ähm, mal abgesehen davon, dass es gar nicht so einfach wäre, das Ende des äh, aktuellen Bandes zu finden. Da müsste man dann zumindest dafür noch irgendein Zeichen vorsehen. <laughs> Okay, gut, das ist also Phase 1. Wir erzeugen eine zufällige Eingabe. Sie ist endlich, aber sie kann beliebig lang sein. Und wir geben dem noch einen zusätzlichen Arbeitsspeicher, der auch endlich ist, aber auch beliebig lang. Phase 2, die eigentliche Simulation. So, jetzt wollen wir die Turing-Maschine ähm, darstellen mit Hilfe von Grammatikregeln. Und ähm, das ist jetzt relativ einfach, ähm, hat nur ein paar. Ähm, Bestimmungsstücke, weil natürlich jeder Turing-Maschinenübergang, wie Sie wissen, aus äh, fünf Teilen besteht. Wir haben für, ein bestimmtes, für einen bestimmten Zustand, in dem wir uns befinden, und ein bestimmtes Zeichen X, das wir gerade lesen an dieser Stelle des Bandes, können wir ähm, in einen neuen Zustand Q- übergehen, ein neues Zeichen Y schreiben und zum Beispiel nach rechts gehen. Wie schon bei der Beschreibung von Läuft meiner Turing-Maschine, werde ich auch hier für die verschiedenen Bewegungsrichtungen verschiedene Fälle haben, weil das äh, strukturell unterschiedlich aussieht, was man an Ersetzungen da jeweils bekommt. Wir beginnen also mit den Fällen, in denen wir nach rechts gehen können. Ich schreibe das hier mit so einem Elementsymbol, das heißt, ähm, das, was ich hier mache, gilt auch für eine nicht deterministische Turing-Maschine. Sie ähm, können äh, damit direkt also nicht deterministische Turing-Maschinen darstellen. <laughs> Ich glaube nicht, dass es sonst irgendwo explizit dargestellt wurde. Wenn Sie eine deterministische Maschine hätten, dann wäre das einfach äh, Gleichheit, ja, diese äh, Situation hier. Ja. Okay, ähm, falls wir also so einen Übergang in der Turing-Maschine haben und ähm, falls A und B beliebige Zeichen sind im Eingabealphabet bzw. Äh, blank äh, und falls Z ein beliebiges Zeichen ist, das ähm, im Bandalphabet oder im Eingabealphabet vorkommt, weil das ein bisschen übertrieben ähm, ist, hier das äh, Eingabealphabet nochmal hinzuzufügen. Das ist nur zur Erinnerung, das Bandalphabet enthält natürlich das Eingabealphabet sowieso. Ähm, dann haben wir eine solche Übergangsregel. Was tut diese Regel? Wir sehen gleich hier, die Zeichen A und B sind völlig beliebig. Also das ist, diese Zeichen kommen in dieser Eingabespur vor, die hatte ich ja am Anfang nur angelegt, um mir zu merken, worauf meine Turing-Maschine eigentlich simuliert wurde. Denn die Turing-Maschine kann ja die Eingabe löschen auf ihrem Arbeitsband, kann da was ganz anderes hinschreiben. Und wenn ich da am Ende weiß, die Turing-Maschine halt akzeptiert, dann weiß ich nicht mehr, was dort eigentlich stand. Und ich kann dadurch äh, nicht das Richtige ausgeben. Das heißt, ich möchte mir die Eingabe irgendwo erhalten und das mache ich auf dieser obersten Spur. Aber für die eigentliche Umformung für die eigentlichen Schritte der Turing-Maschine ist diese oberste Spur völlig egal. Die, äh, die Turing-Maschine arbeitet dort nicht. Deshalb haben wir diese Übergänge oder diese Umformungsregeln, diese Produktionsregeln hier für beliebige Zeichen A und B. Könnten auch die gleichen sein zweimal, weil es wirklich unerheblich ist, was da steht. <laughs> Genauso egal ist das Zeichen Z, das an der Position hier rechts vom aktuellen Schreiblesekopf auf dem Band steht, denn das liest die Turing-Maschine ja nicht und es ist völlig unerheblich für das Verhalten der Turing-Maschine, was dort eigentlich geschrieben steht. Die Turing-Maschine im Zustand q liest nur das x. Und ähm, die Ersetzung sagt also, wenn irgendwo auf meinem Band, was ich so kodiert habe, ein x vorkommt, an der Stelle, wo ich mich gerade im Zustand q befinde, mit meinem Schreiblesekopf. Und es gibt eben diesen Übergang hier. Dann ersetze ich das aktuelle Band durch ein neues, bei dem ähm, die erst, das erste der beiden Symbole ähm, so ersetzt wird, dass an dieser Stelle des Bandes jetzt Y steht. Das ist das, was die Turing-Maschine schreibt. Und der Zustand sich nicht mehr dort befindet. Und ähm, stattdessen ist der Zustand jetzt rechts davon im, und zwar im neuen Zustand Q'. Ja, also, das ist einfach die, der Übergang, der hier ähm, beschrieben wird. In Form von diesen äh, Dreierhülsen da ausgeführt auf einem Band. Und natürlich kann die Grammatik dieser Ersetzung irgendwo auf dem Band durchführen. Es gibt aber auf dem Band per Konstruktion immer nur eine Stelle, an der ein Q steht. Also das ist die eine einzige Position, in der der Schreiblesekopf sich gerade befindet. Und nur dort können wir irgendwas ersetzen, während wir simulieren. Okay, und das ist also ein Schritt, bei dem die Turingmaschine nach rechts geht. Wir können das auch nach links durchführen. Das ist fast genau das Gleiche wie nur dass ich hier ein L stehen habe und dass jetzt ich zwei Hülsen ersetze, bei deren, denen ich die linke und ähm, die rechts davon stehende mit dem Schreiblesekopf ähm, betrachte und dann in die andere Richtung wechsle. Ja, alles andere ist gleich. Ähm, hier sollte ich vielleicht dazu sagen, diese Ersetzung nimmt an, dass ich links vom Schreiblesekopf überhaupt etwas habe und tatsächlich mein Beweis Funktioniert nicht für Turing oder betrachtet nicht den Fall, dass äh, Turing-Maschinen am linken Rand anstoßen und sich dann nicht bewegen. So wie ich es mal definiert hatte für meine Turing-Maschinen. Also das ist eigentlich eine etwas andere Art von Turing-Maschine. Diese Turing-Maschine hier kann Übergänge, die nach links wollen, einfach nicht ausführen, wenn links vom Schreiblesekopf kein Zeichen mehr zur Verfügung steht. Das ist aber auch äquivalent, wie Sie sich leicht denken können. Das äh, nicht viel dazu. Man kann das auch leicht ineinander umwandeln. Ähm, für uns ist es hier praktischer. Müssen wir nicht noch ähm, Sonderregeln einführen? Wie würde man das machen, wenn man diese Sonderregel haben wollte? Na ja, man würde irgendeine Markierung an den Anfang des Bandes setzen bei der Generierung, ähm, die es uns erlaubt zu erkennen, wenn wir am linken Rand anstoßen. Und dann müsste man noch eine zusätzliche Regel haben für diesen Sonderfall. Spare ich mir. Okay, das ist die Möglichkeit nach links zu gehen. Und dann gibt es natürlich noch den Fall, in dem ich einfach ähm, nicht äh, den Schreiblesekopf bewegen möchte. Da ist das n hier, das ist es noch einfacher. Da muss ich einfach nur den aktuellen, ähm, den, die aktuelle Codierung an der Stelle des Zustandes ersetzen durch die neue, mit dem neuen Zustand, dem neuen Zeichen, und es ist egal, was links und rechts davon passiert. Okay, gut. Ähm, außerdem ist hier noch eine Bemerkung aufgetaucht am Rand. Ich gehe mal aus dem Bild, dass Sie die auch notfalls lesen können, was da einfach steht ist. Die in Phase 1 vorbereiteten ähm, Zeichen auf dem Band können hier nicht verlassen werden. Das heißt also, all diese Regeln, die ich Ihnen gezeigt habe, ähm, navigieren nur innerhalb des äh, in Phase 1 geratenen Wortes. Ähm, ich kann natürlich hier oben an, wo A, B und Ah, ja immer geschrieben steht, auch ein Blank haben. Ja, in, ich kann in meinen Arbeitsspeicher reingehen, aber ich kann keinen neuen Arbeitsspeicher erzeugen. Also auch die Regel, die hier nach rechts geht, wird nichts anfügen. Und Sie sehen auch schon, das wäre auch ein bisschen schwierig, hier was anzufügen, weil ich ja gar nicht wüsste, wenn ich, wenn ich das weglese, ob das wirklich das Ende ist oder ob ich dann mitten im Wort ein Zeichen einfüge. Das will ich vielleicht nicht. Okay. Also so ist es bequemer und gibt uns schöne drei Regeln für drei Richtungen. Okay. Gut, ähm, das also ist die Simulation. Und wir sehen jetzt, also wenn Sie das äh, soweit verstanden haben, dann sehen Sie hoffentlich, dass ähm, tatsächlich die Umschreibungen, die hier Schritt für Schritt passieren, genau die Schritte der Turing-Maschine simulieren. Und das heißt, wir werden am Ende hier auf dem Band genau das haben, was ähm, die Turing-Maschine auch auf das Band geschrieben hätte. Und ähm, wir können so lange Ersetzungen durchführen, bis die Turing-Maschine irgendwann nicht. Weiterkommt, hält und dann müssen wir entscheiden, ob das akzeptiert wurde. Und ähm, dazu habe ich hier eine ähm, Regel, die Schluss macht. Und zwar sage ich für alle Zustände Q, die Endzustände sind und alle Symbole, die auf dem Band auftauchen könnten, ähm, wobei gilt, dass es keine Übergänge gibt im Zustand Q für dieses Symbol, also. Wir machen das nur für die Kombinationen, in denen die Turing-Maschine feststecken würde, also hält. Und natürlich für beliebige Zeichen A ah, in der obersten Spur ähm, führe ich so eine Regel an. Diese Regel ersetzt diese Variable aus drei ähm, Standteilen durch das, was in der obersten Spur steht. Und das ist äh, der Anfang vom Ende quasi. An dieser Stelle, wenn das passiert, Fängt die, hat die Turing-Maschine akzeptiert und wir markieren diese Akzeptanz nicht durch irgendwelche zusätzlichen Zeichen, sondern wir markieren die direkt dadurch, dass wir das Zeichen aus der obersten Spur zurückholen und an die Stelle schreiben, an der wir gerade sind. Und wenn das einmal passiert ähm, ist, dann wird, äh, können wir feststellen, wir haben akzeptiert, wir wollen jetzt alles aus der oberen Spur zurückholen und das als generiertes Wort ausgeben. Und das machen wir, indem einfach solche Zeichen, wenn sie auf dem Band vorkommen, solche Zeichen, die noch aus drei Teilen bestehen, anstecken und dazu führen, dass sie ebenfalls kollabieren. Ja. Das sieht so aus. Ich sage, ich habe eine Regel, wenn, wenn irgendein Zeichen links von einem zusammengesetzten Zeichen auftaucht, dann wird das zusammengesetzte Zeichen ebenfalls kollabiert. Dann hole ich mir einfach den Teil nach unten. <laughs> genauso gut genauso mache ich es für die Fälle in denen das einfache Zeichen rechts von dem zusammengesetzten Zeichen steht auch da hole ich einfach das B aus der ersten Spur nach unten und so können sie sich vorstellen wie also die äh, von der Stelle aus wo die Turingmaschine akzeptiert hat wo der zustand am ende stand das gesamte wort in beide richtungen äh, wieder völlig äh, durch das was in der ersten spur geschrieben ist ersetzt wird okay damit sind wir schon fast fertig. Eine Kleinigkeit fehlt noch. In der ersten Spur war ja auch unser zusätzlicher Arbeitsspeicher noch vorhanden. Den wollen wir jetzt noch löschen. Wenn wir also hier Blanks nach unten geholt haben, dann ersetzen wir die jetzt durch Epsilon. Und die verschwinden. Das Blank war ja auch eine Variable und kein Terminalsymbol. Und wenn wir das alles getan haben und die Turing-Maschine also erfolgreich war und wir die Blanks alle gelöscht haben, dann haben wir tatsächlich einen String. Der nur noch aus Eingabezeichen besteht. Und das werden genau die Eingabezeichen sein, die wir am Anfang geraten haben und für die wir gefunden haben, dass die Turing-Maschine akzeptiert. Und ähm, die Grammatik kann auch nichts weiter tun. Sie kann jetzt nicht weiter ersetzen. Das heißt, wir haben ein Wort erzeugt und das ist die Ausgabe. Okay, also Sie sehen ähm, ein ziemlich indirekter Prozess, um Wörter zu erzeugen und sicherlich nicht äh, das, was man intuitiv zunächst gedacht hat, als wir angefangen haben, über Grammatiken zu reden, dass man so etwas Internes äh, erstmal ausrechnet und dann je nachdem, was herauskommt, unterschiedliche Dinge erzeugt, ähm, aber äh, durchaus etwas, was äh, doch am Ende ganz einfach funktioniert. Okay, also das ist das, was ich schon gesagt habe, die Grammatik erzeugt ein Wort W genau dann, wenn die Turing-Maschine einen akzeptierenden Lauf für W hat. Unter Verwendung von beliebig viel Speicher. Ähm, es kann auch sein, dass das nicht gelingt für, das, für ein Eingabewort, was, in der, was eigentlich akzeptiert werden würde. Nämlich dann, wenn die Turing-Maschine mehr Speicher braucht, als die Grammatik geraten hat. Ja, wenn die Grammatik zu wenig freie Zellen blank erzeugt hat am Anfang, dann kann es auch sein, dass kein Übergang mehr möglich ist. Ähm, aber das auch dass das schon passiert an einer Stelle, wo die Turing-Maschine eigentlich noch einen Übergang hätte, wo also diese Eigenschaft zum Beispiel nicht erfüllt ist, ähm, aber wo es einfach nicht weitergeht, weil es keine Speicherstelle mehr rechts vom aktuellen Leseschreibkopf gibt. Und dann steckt die Ableitung halt fest, da wird halt dort nichts erzeugt. Es wird schon eine andere Ableitung geben, wenn das funktioniert. Okay, gut. Ähm, damit sind wir im Prinzip fertig mit diesem Beweis. Wir haben gezeigt, die Typ-0-Grammatiken erzeugen genau diejenigen Sprachen, die von einer Turing-Maschine erkannt werden können. Und jetzt können wir zurückkommen zu dem Satz von Rice, den wir jetzt informell auch auf Typ-0-Grammatiken anwenden können. Und der dann so lautet, etwa für eine gegebene Typ-0-Grammatik G und eine nicht triviale Eigenschaft E von Typ-0-Sprachen ist es unentscheidbar, ob die Sprache von G die Eigenschaft E hat. Ja? Also, wir ersetzen die Sprache von G oder die Sprache der Turing-Maschine aus dem Satz von Rice jetzt mit der Sprache der Grammatik. Alles andere bleibt im Prinzip gleich. Nicht-trivial nicht heißt auch dasselbe wie vorher. Also, das heißt, nicht-trivial ist die Eigenschaft dann, wenn es Typ-0-Grammatiken gäbe, bei denen die Sprache die Eigenschaft hatte, hätte und andere, bei denen das nicht so wäre. Also, jede interessante Eigenschaft der Sprache. Und ähm, das ist unentscheidbar. Und. Damit haben wir auf einen Schlag alles zu Typ 0 gesagt. Leerheit, Universalität, Äquivalenz zu einer anderen Typ 0 Grammatik und so weiter sind alle unentscheidbar, genauso wie auch für Turing-Maschinen. Okay, gut. Ähm, damit haben wir ähm, im Wesentlichen Typ 0 schon so gut wie abgehandelt. Viel mehr kann man nicht machen. Ein bisschen über Abschlusseigenschaften werde ich Ihnen noch in Kürze erzählen. Aber die wichtigsten Dinge wissen Sie jetzt. Und ähm, als nächstes sollten wir uns mal Typ 1 genauer anschauen und ähm, sehen, wie wir denn das vielleicht auch noch irgendwie mit äh, Turing-Maschinen oder ähnlichen äh, Automatenmodellen zumindest erkennen können, äh, damit wir dort auch was äh, haben, was dem entspricht. Okay, bis dahin, ähm, danke für die Aufmerksamkeit, äh, tschüss und auf Wiedersehen.